1996. Bereits kurz nach der Eigenständigkeit der Käsbohrer Geländefahrzeuge war der Pistenbully 300 die erste komplette Neuentwicklung und damit eine ganz besondere Herausforderung. Der Pistenbully 300 erstand wie kein anderer für das rote Kraftpaket. Mit 330 PS, 1424 Newtonmeter und 1300 Umdrehungen pro Minute war dies im Jahr 1996 außergewöhnlich. Das Fahrzeug für den alpinen Einsatz war zum damaligen Zeitpunkt ein echtes Designerstück. Außerordentlich gelungen war der neu gestaltete Aufbau. Das Fahrerhaus, die neue Ergonomie des Fahrerarbeitsplatzes, das Lichtkonzept, die Überrollsicherheit, die servicefreundliche Zugänglichkeit der Plattform, beheizbare Scheiben, die hydraulische Kettenspannung und. Eben ein Pistenbully. Auf dieser Basis wurde auch eine Winden-Version entwickelt. Die neue Winden-Generation mit neuem Rahmen verfügte nun über eine Seillänge von 1000 Metern. Die Fahrgeschwindigkeit unter Seil erhöhte sich auf 17 km pro Stunde. Gleichzeitig wurden die Wartungsintervalle der neuen Winden-Generation verdoppelt. Gut für unsere Kunden. Der Pistenbully 300 entwickelte sich von 1996 bis 2007 zum Verkaufsschlager und ist bis heute das erfolgreichste Produkt in der Unternehmensgeschichte.